Hallo meine Lieben, ja schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden heute die Gedanken, Gefühle und auch die kommenden Schritte deines Gegenübers auslegen. Schau bitte immer, ob du in Resonanz damit gehst, denn das ist eine allgemeine Legung. Okay, wir werden zuallererst eine Hauptenergie ziehen. Da sind zwei gefallen. Wir haben hier einmal die Hochzeit bzw. die Hochzeit und den Flirt. Das sind ja tolle Zeiten, passend zur Weihnachtszeit. Na, also ich sehe hier wirklich auch eine schöne kommende Feiertage auf dich zukommen. Jetzt so, wie das Mindset deines Gegenübers ist. Und vielleicht kriegt der eine oder andere von euch sogar jetzt einen Heiratsantrag oder einfach ein paar total schöne Momente, ja, die ihr gemeinsam genießen könnt über die Feiertage. Lass uns mal jetzt die drei Ebenen auslegen. So, und dann nehmen wir die Chuck Spezzano Karten und auch das Tarot und da werden wir zuallererst auf die Gedanken schauen. Aber die Hauptenergie ist schon mal sehr, sehr schön. Okay, oh, hier ist jemand eifersüchtig. Da schauen wir jetzt mal mit dem Tarot weiter rein. Vielleicht denkt dein Gegenüber jetzt, ne, wenn er jetzt nicht wirklich sich anstrengt, dass du dann auch bald weg bist, dass da vielleicht schon ein Nebenbuhler ist in deinem Leben. Schauen wir mal. Aber diese Eifersucht, die treibt ihn richtig an, ne? Also das ist wirklich wie so ein Gaspedal. So nach dem Motto, jetzt muss ich wirklich Gas geben, sonst habe ich vielleicht auch die Liebe meines Lebens verloren. Das sind super schöne Karten. Also hier tatsächlich sehe ich eine ganz, ganz schnelle Energie auf dich zukommen. Super schnell. Sehr viel Feuerenergie. Und auch der Ritter der Stäbe und die Acht der Stäbe, die stehen für Kommunikation. Also der möchte sich jetzt hier wirklich ganz schnell beeilen, zu dir zurückzukommen, weil du bist einfach ganz, ganz stark mit ihm verbunden oder er mit dir tatsächlich. Das spürt er, ja. Und wer weiß, vielleicht plant er tatsächlich jetzt irgendetwas ganz Außergewöhnliches in deine Richtung. Um da einfach noch mal näher reinzuschauen, möchte ich gerne noch mal Klärungskarten nehmen auf die Acht der Stäbe. Dann schauen wir mal. Wir haben hier die Mystic Master Wands. Ja, sehr schöne Energie. Also hier geht es auch wirklich darum, wirklich jetzt eine Situation zwischen euch zu bereinigen. Ja, vielleicht gab es irgendwelche Missverständnisse oder aber, ne, weil er dein Gegenüber jetzt einen Nebenbuhler oder Nebenbuhlerin irgendwie erahnt, möchte er sich jetzt hier tatsächlich sehr, sehr viel Mühe geben in deine Richtung. Lass uns mal auf die Hohepriesterin schauen. Hier haben wir die Orgonit Obelisken. Ja, und das ist auch nochmal Hebung der Schwingung. Er spürt natürlich auch, dass mit dir zusammen einfach sich das Leben schön anfühlt, ne? Wenn ihr beide oder gemeinsam Zeit verbringt. Er spürt die starke Verbundenheit, aber auch, dass du schon so auch eine Art Kraftquelle für diesen Menschen bist. Ja, also so nach dem Motto, er verlässt sozusagen euren Kontakt oder Treffen und fühlt sich dann auch tatsächlich besser danach. Guck mal, das ist sehr interessant. Wir haben die Schlangenenergie. Und zwar ist das ja auch hier mit dieser Eifersucht, kommt das hier einher. Ja, er empfindet tatsächlich doppelte Bestätigung, diese Bedrohung von außen. Ja, vielleicht sieht er irgendwelche Postings von dir auf Social Media oder wie gesagt, er spürt, dass da vielleicht schon jemand anderes ist oder dass du schon energetisch mit ihm mehr oder weniger abgeschlossen hast, dich entfernt hast. Und dadurch fühlt sich dieser Mensch wirklich auch bedroht und deshalb möchte er jetzt hier auch so Gas geben und ich habe auch das Gefühl, jetzt hier vor oder an Weihnachten auch noch, ja? Genau, lass uns mal auf der Herzgegend schauen. So, wir haben hier die Naivität und wir gucken mit dem Tarot weiter. Da haben wir schon zwei Karten. Wir haben die zwei der Kelche, wir haben den Wagen. Und noch eine Karte. Das sind super schöne Karten auf der Herzgegend. Ich möchte tatsächlich noch die Naivität abklären, damit wir da näher reinblicken können.
Was haben wir hier? Erzengel Fürst Metatron. Ja, tatsächlich ist dann so eine kleine Restangst bei deinem Gegenüber. Ja, so nach dem Motto, ah, bilde ich mir das alles ein? Ist das nicht alles naiv, was ich hier tue? Ne? Weil der Erzengel Fürst Metatron, der steht natürlich auch für Schmerzüberwindung. Das heißt, vielleicht wurde dieser Mensch schon mal irgendwie reingelegt oder selber betrogen, ja. Und deshalb triggert ihn das hier so an, auch mit dieser Eifersucht, diese Bedrohung von außen. Aber hier die Tarotkarten, das sind einfach super schöne Karten. Er spürt, dass hier diese Verbindung auf Augenhöhe, dass sich das echt anfühlt. Ne? Und auch hier, er spürt, dass er jetzt sich, sag ich mal, dass er diesen Lebenssinn gerade jetzt in Bezug auf Verbindungen gefunden hat in sich. Und ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe das Gefühl, dass diese Bedrohung von außen oder zumindest dieses Gefühl der Eifersucht dieser große Antreiber ist bei deinem Gegenüber. Ja, auch wenn hier so ein bisschen Restangst noch auf der Herzgegend ist, weil ich das Gefühl habe, da hat er vielleicht schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Und ja, genau. Deswegen muss man da einfach schauen, aber das ist ein Thema, was er selber lösen muss. Ja, wie gesagt, die anderen Karten sprechen komplett dafür, dass er gerade super stark in deine Richtung ausgerichtet ist und nur auf dich fokussiert ist. Ja, und wie gesagt, bei dem einen oder anderen von euch kann ich mir entweder vorstellen, wirklich etwas ganz Festes, dass er da ein Angebot macht oder sogar einen Heiratsantrag. Wer weiß das schon, ne? Also wir haben hier die Hochzeit bzw. die Hochzeit. Lass uns mal schauen, was hier geplant ist. Also wir haben hier einmal falsche Entscheidung und sich ungewollt fühlen. Ja, da ist, kommt wieder so ein bisschen die Restangst hoch. Ja, gerade jetzt hier auch, er hat natürlich Angst, dass er sich zum Narren macht, ja, wenn er sich jetzt dir offenbart, ne, weil hier auch durch die Eifersucht kommt natürlich auch so eine Restangst hoch, dass du ihn nicht mehr möchtest, dass du vielleicht deinen Fokus schon auf jemand ganz anderen gerichtet hast und das natürlich auch für diesen Menschen dann eine Gefahr der Abfuhr ist und deshalb hat er Angst, dass er hier eine falsche Entscheidung trifft, wenn er dir jetzt alles offenbart, was er in dir sieht oder was er in euch beiden sieht. Das ist super interessant. Also das spiegelt sich wiederum so, ne? Und natürlich auch falsche Entscheidung kann durch diese Naivität, durch diesen Schmerz, den dieser Mensch schon mal durchlebt hat, ne? Dass da so eine kleine Restangst hochkommt, so nach dem Motto, auf was lasse ich mich da ein? Das ist wieder ein Red Flag für eine große Gefahr meines Herzens. Ne? Aber wie gesagt, dieser Mensch durch diese Eifersucht, die er spürt, fühlt er sich tatsächlich auch so ein bisschen ungewollt. Also vielleicht hast du dein Energieband so ein bisschen von ihm abgezogen. Also wir haben hier den Ritter der Kelche. Dennoch habe ich das Gefühl, hat er diesen Mut, definitiv auf dich zuzukommen. Hupsa. Wir haben hier den Herrscher. Er wird seinen ganzen Mut zusammennehmen, weil ich habe das Gefühl, er wird sich das nicht verzeihen können, wenn er diesen Schritt nicht in deine Richtung wagen wird. Ja, genau. Lass uns noch die drei Karten abklären auf den Ritter der Kelche. Guck mal, hier haben wir die schnellen Nachrichten sogar. Auf den Herrscher, die Waage und auf den Page der Kelche. Das Grammophon. Okay, also hier die schnellen Nachrichten sind die doppelte Bestätigung, das haben wir schon hier oben, das ist eine sehr, sehr schnelle Energie, also hier kannst du definitiv mit einer Kontaktaufnahme, mit einem sehr emotionalen Gespräch rechnen, definitiv, und dieser Mensch ist jetzt auch bereit, Kompromisse einzugehen, ne? Vielleicht war dieser Mensch wirklich auch selber durch diesen Eigenschutz manchmal so ein bisschen hat er dazu geneigt, toxisch zu sein, ne? Und ja, tatsächlich, ich sag mal so, da ist es auch wirklich sehr wichtig für dich, dass du deinen Wert kennst, weil wir haben hier natürlich auch den Page der Kelche. Nicht, dass er sich dann sicher ist, wenn du zum Beispiel auf dieses Gespräch, auf dieses Angebot von ihm eingehst und er dann vielleicht dazu neigt, sag ich mal, wieder so ein bisschen in den Rückzug zu gehen durch den Page der Kelche, ja. Das könnte tatsächlich auch darauf hindeuten, dass, wenn es beständig bleiben soll von diesem Menschen, was er jetzt zurzeit auch spürt für dich oder für euch, dass das auch eine Beständigkeit hat. Und da ist es sehr, sehr wichtig, nicht, dass es wieder zurückverfällt in alte Muster, dass du wirklich
in dir selber dieses Wissen hast, was du verdient hast und was du willst, weil dann kannst du ganz unbewusst auch danach handeln und deine Aura strahlt danach auch aus. Ja, und so kann man das dann auch wirklich minimieren, das Risiko. Lass uns noch zum Abschluss eine Liebesbotschaft ziehen, bevor wir das Reading beenden. Wer da noch Hilfe braucht, das Mindset oder das Unterbewusstsein zu stärken, ich habe jetzt auf meinem anderen YouTube-Kanal Mindset Art eine Meditation und ein Subliminal auch für den Schlaf geeignet hochgeladen. Und da geht es wirklich um das beste Selbstbild, beste Version zu kreieren. So ganz, ganz einfach im Schlaf. Ich verlinke mal die Videos hier am Ende und mache die auch ins Kommentarfeld. So, hier haben wir allein die Zeit wird es zeigen. Ja, und da haben wir genau diese zwei Karten. Ne? Es ist natürlich immer eine Dynamik zwischen zwei Menschen. Und wenn der eine wirklich so eine innere Stärke hat, des Selbstwertes auch vor allem, dann kann die Zeit sich und das Schicksal sich für euch in langfristig gesehen auch positiv für euch dann, sag ich mal, arbeiten und das Band immer stärker auch machen, ja? Weil ich habe das Gefühl, langfristig gesehen muss dieser Mensch schon auch Grenzen spüren, ne, damit er sich nicht wieder in alte Verhaltensmuster zurückfällt, ja? Ja, meine Lieben, dann schaut bitte, ob ihr in Resonanz damit gegangen seid. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like, Kommentar, doch Abo. Dann macht's gut. Tschüss.